Nächster Halt, Dresden Flughafen. Next Stop, Dresden Airport. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Ich habe jetzt einen Telefongast an der Leitung. Der steht in Hannover in der Fußgängerzone. Guten Abend, Arne. Hallo, Herr Lehmann, ich grüße dich. Arne Schmidt, du bist Straßenmusiker, deswegen stehst du in der Straßenzone von Hannover. Ja. Wie ist das Wetter? Lag Schnee heute oder ging's? Ja, also ich beobachte das Wetter schon die ganzen Tage und heute ist wieder regnerisch so und ich gucke hier in der Fußgängerzone und gucke, ich sehe momentan auch keinen Straßenmusiker hier, habe meinen Flügel heute im LKW gelassen und ja, vielleicht klappt's morgen bin ich eventuell im Mölling in Münster zu spielen, wenn es mal trocken wäre, das könnte klappen. Wollte ich dich gerade fragen, wo bist du jetzt bis Weihnachten noch live auf den Straßen in Deutschland zu erleben? Also die Tendenz ist schon eher, dass ich Richtung Westen mich halte, weil auch meine Familie, also meine Eltern und Geschwister da wohnen. Und mit denen will ich auch Weihnachten verbringen. Deshalb werde ich mich so ein bisschen wahrscheinlich in den Städten drumherum aufhalten, wie Münster oder Dortmund und Düsseldorf. Mal sehen, wie es noch aussieht. Ich hatte ja das Glück, dich in Dresden live zu erleben, auf dem Altmarkt, wo du dann zum Beginn, wo der Striezelmarkt aufgebaut worden ist. Und da habe ich gesehen, du hast eigene CDs. Ist ja wunderbar. Für die Hörer, die jetzt noch kein richtigen Weihnachtsgeschenk haben und die sagen, ich möchte jetzt von Arne Schmidt eine CD haben, komm aber nicht nach Münster und Umgebung, wie können die eine CD von dir erwerben? Also so, das könnte vielleicht sogar vor Weihnachten noch klappen. Ich arbeite schon seit länger mit so einem Service zusammen, die machen für Newcomer, das heißt Get New Music. Und es gibt einen Link über meine Homepage, also arne-schmidt.com. Schmidt mit Doppel-T. Mit Doppel-T, arne-schmidt.com, da gibt es einen Link unter Music. Und da kann man die dann bestellen über diesen Service, das ist auch relativ einfach. Ich glaube, da muss man seine E-Mail angeben und die Adresse und dann schicken die das zu. Und das geht relativ einfach. Und das haben auch schon viele bestellt und das klappt ganz gut, darüber das zu bestellen. Wie sieht dein Plan so für das neue Jahr aus? Machst du dann erstmal Winterurlaub? Fährst du hier zur Prominenz hoch, oder? Also, ich mache das eigentlich das ganze Jahr und ich habe eigentlich die ganzen letzten Jahre eigentlich fast immer durchgespielt, mal ein paar Wochen auch nicht. Und wenn der Januar natürlich ein bisschen trocken wird, ist es für mich schon super, und wenn es nicht zu kalt ist, das dann auch zu machen. Und auf jeden Fall denke ich mal weiterzumachen und ich bin motiviert und ich bin auch sehr motiviert durch viele Menschen auf Facebook zum Beispiel, die dann was Nettes schreiben und das motiviert mich richtig, da auch weiterzumachen. Was bewegt dich, Musik auf der Straße zu machen und dich nicht so wie andere in Hallen oder so zu bewegen? Tja, also ich sage, ich hab das als Kind mal entdeckt, indem ich da vor der Nachbartür, also von zu Hause meiner Eltern, habe ich gespielt mit dem Akkordeon und ein Freund und ein Bruder und dann kamen die Nachbarn raus und haben uns auf einmal da irgendwie das Geld geschenkt und haben sich gefreut und dann sind wir auf die Idee gekommen, Straßenmusik zu machen zur Weihnachtszeit und dann habe ich irgendwann mal jemanden auch mit dem Klavier gesehen, als Kind, der auch Straßenmusik macht, in Essen war das und das habe ich im Hinterkopf abgespeichert und habe das dann vor etwa 14, 15 Jahren auch ausprobiert und angefangen und habe gemerkt, es ist, soll man sagen, eine Lücke oder soll ich sagen, es ist ungewöhnlich, mit dem Piano draußen zu stehen. Das stimmt. Sagte mal einer sagt mir mal, du bringst die Wohnzimmerstimmung nach draußen, das war witzig irgendwie.
Und die Freiheit ist ganz wichtig für mich, dieses Freie, die ganz freien Situationen da dran. Ne? Mhm, das ist, also wie gesagt, mich hat es sehr begeistert in Dresden. Also ja, danke. Mindestens eine Dreiviertelstunde bei dir am Flügel. Bitte? Ich stand mindestens eine Dreiviertelstunde bei dir, hab da gelauscht und hab mir dann durch die CDs und dann habe ich dann mit dir dann den Kontakt aufgenommen in Facebook, ob wir hier mal was machen bei Radio SSC. Ja, schön, freue ich. Hast du irgendwie nächste Projekte geplant, wo du sagst, du bringst eine neue CD raus oder machst mal mit einem anderen was, dass ihr im Duo oder Trio oder so? Ich habe jetzt schon mal angefangen, so einen eigenen Dienst zu machen und die kam auch ganz gut an bei den Menschen, dass ich eventuell, also wahrscheinlich eine CD machen möchte mit ganz eigenen Melodien und ich möchte auch gerne das noch so weiter ausbauen. Zum Beispiel spiele ich mal in Polen ganz gerne in Warschau und ich träume auch noch davon, so Städte wie Moskau irgendwann, vielleicht auf dem Roten Platz oder sowas mit dem Flügel da zu spielen. Wie ein Land mit dem Flugzeug auf dem Roten Platz und du kommst nicht mehr dran. Ja, genau. Ich glaube, wir Flügel da an. So eine Sache. Wenn die neue CD auf den Markt kommt oder ein neues Projekt, meldest du dich bitte bei mir? Ja, gerne. So, damit wir das dann hier wieder vorstellen können? Ja, gerne. Ich wünsche dir, deiner Familie und allen natürlich eine schöne Weihnachten. Danke dir für das kurze Interview. Ja. Du weißt ja, in der Kürze liegt die Würze. Lieber ein kurzes Interview dafür öfters als wie ihr langes. Ja, das war super. Ich danke dir auch herzlich und wünsche allen schöne, angenehme Weihnachtstage. Vielleicht noch mit einem Song, den ich gespielt habe, von The Wind of Change. Und alles Gute, bis bald, sage ich. Tschüss. Danke, Arne, und dir auch. Jo. Und den Hörern alle frohe Weihnacht. Jo, tschüss. Ciao.